Bisonfilet, Rehrücken mit Preiselbeersoße, Rheinankenfilet mit Linsen. Hangar 7 Koch Martin Klein und Team tischen diesmal Sommergerichte auf. Das Charity-Showkochen in der Plus City ist mehr als nur ein Gourmetessen. Es geht um Sammeln von Spendengeld für den Verein Zwei Hände. Wir haben von Magensondenentwöhnungen für Kinder bis zu Spezialwesten, die die Atmung quasi unterstützen, Therapieunterstützungen. Man merkt halt jetzt speziell in dieser Zeit der Teuerung kommen auch viele Zusatzanfragen herein, Therapieunterstützungen, weil die Menschen einfach sich das nicht mehr leisten können für ihre Kinder. Da sind wir sehr dankbar dafür, weil es ja um einen guten Zweck geht, dass man Familien unterstützt mit schwerstkranken Kindern. Und das Geld wird ja gebraucht und vor allem diesen Leuten geht es ja eigentlich noch schlechter seit der Pandemie. Auch das ist etwas, was man nicht übersehen darf und das muss man heute wieder in den Mittelpunkt rücken. Auch wenn es dabei ein gutes Essen gibt, ein gutes Trinken, das gehört dazu. Und er sorgt dafür, einer der besten Köche Österreichs, Martin Klein. Der gebürtige Franzose ist mittlerweile viel unterwegs. Ich bin durch meine Arbeit im Hangar 7 jeden Monat irgendwo im Ausland unterwegs. Ich war jetzt gerade in Dubai, ich muss nächste Woche in Paris. Den Monat drauf bin ich in Deutschland. Dann gibt es dieses Jahr noch eine Reise sogar bis nach Japan. Dabei holt er sich seine Inspiration für seine Gourmet-Teller, probiert aber auch Exotisches. Ich habe schon mal Ameisen, Ameiseneier, Skorpion, Krokodil. Das war eher auf die asiatische Reise. Ich habe in Südamerika auch schon viele überraschende Sachen gegessen, auch viel sehr scharfe Sachen, wo mir dann die Luft weggeblieben ist. Nachkochen des Gourmet-Essens ist erlaubt. Die besten Rezepte der Plus-City-Events sind im Kochbuch. Michael Stöttinger kennt die Vorlieben der Gäste, mittlerweile aber auch das, was nicht auf den Teller soll. Es ist sehr einfach, beim Herrn Landeshauptmann ist es alles außer Innereien, beim Manfred ist es hauptsächlich Wild natürlich am allerliebsten, beim Herrn Bürgermeister darf es auf keinen Fall Koriander sein und ansonsten ist er recht flexibel. 7 Gänge später steht die Spendensumme fest. Das Geld kommt schwerkranken Kindern in Oberösterreich zugute.